Hallo und willkommen zurück zu Tag 22 von Pineview Drive. Starten wir mal. Wir haben echt nicht mehr viel vor uns. Oh, hier. Es ist... Die lassen mich nicht in Ruhe. Ah ja. So, die letzten zwei Tage gingen ja so von... Sie ändert sich immer mal so, ne? Aber wir haben halt kaum noch Batterien. Das ist das größte Problem. Ich würde gerne mal nochmal in allen Räumen gucken, wo ich am Anfang war. Ah ne, ja. Die ist zu, ne? Ne. Einfach mal, um herauszufinden, ob wir irgendwo noch Batterien liegen haben lassen. Das kann nicht gut sein. Es kann gut sein, dass Linda uns gleich nochmal besucht. So. Okay, das ist die Tür, aber da war nichts. Ich hab gar gedacht, es schreit jetzt jemand. Dann habe ich mich gefragt, warum. Nope. Ich wünsche, das Licht würde wieder gehen. Wenigstens ein bisschen. Ich habe übrigens heute noch gelesen, dass die Macher von Pineview Drive ja ein Kickstarter-Projekt hatten. Oh, wir haben kaum noch Licht. Oh, das ist echt doof. Das ist echt doof. Moment mal, ich guck mal. Helligkeit ist... Ich habe die Einstellung übrigens überhaupt nicht geändert. Habe ich jetzt nicht den Sinn drin gesehen, weil... Ja. Das ist halt wie so ein kleines Indie-Spiel, ne? Es ist ja ein Indie-Spiel, ein Indie-Horror-Game. Achtung! Hier waren wir nämlich lange nicht mehr drin. Oh jo. Sehr gut. Hat sich schon gelohnt. Oh ja. Geil. Heißt das, er geht jetzt nicht mehr hier rum? Hi Linda, na? Wie geht's dir? Hm? Achtung! Dankeschön. Muss ich hier durch? Dankeschön fürs Licht machen. Bin ich hier richtig? Linda, ey, Linda. Bitte tu mir nichts.
Dankeschön. Danke. Bitte tu mir trotzdem nichts. Ach ja. Die verfolgen uns auch noch irgendwann. Ich sehe es schon kommen. Jetzt ein bisschen mit den Streichhölzern arbeiten. Ich glaube, da hinten war noch nicht auf. Und es bleibt auch verschlossen. Hm. Das ist ein sehr ruhiger Tag, ne? Wir haben uns ziemlich in Ruhe gelassen. Bis jetzt. Ich hoffe, ihr seht wirklich alles. Also ich meine, es ist halt ein sehr dunkles Spiel, ne? Müsst ihr mal gucken. Ob ihr das vielleicht auch wirklich nur im Dunkeln schaut. Dankeschön. Das Licht hat gerade vergessen, dass es angehen sollte. Okay, der erste Tag. Oh, ja. Ah. Okay, wenn dieses Geräusch kommt, sollten wir uns nicht umdrehen. Diese Nacht haben wir beide kein Auge zubekommen. Die Geräusche hier im Haus wurden immer schlimmer. Ja, wenn es nur die Geräusche wären. Ja, cool. Wenn wir jetzt immer zwei Tage schaffen. ...23 schon. So, ich werde jetzt sparsam mit der Taschenlampe und so umgehen. Das mit der Spieluhr habe ich wirklich gemocht. Gehen wieder unseren altbewährten Weg. Ganz im Ernst. Auch wenn jetzt das Auto nicht anspringt. Ahnung, dann. Oh, die ist wieder an ihrem Platz. Dann, kann man findet doch einen Weg wieder zu, nach Hause. Also, können die mir nicht erzählen. Die Tür ist noch. Wir müssen ja eigentlich alle Türen irgendwann aufhaben, oder? Wir müssen auch noch irgendwann auf dem Friedhof, oder? Oder? Also dieses Kratzen nicht umdrehen. Müssen wir uns merken. Katzen und Kartons, ne? Das ist echt so eine Sache. Ist egal, was du denen kaufst. Kartons sind immer interessanter.
Natürlich hat uns Linda eben richtig viel Licht gemacht. Das fehlt natürlich jetzt. Ich sag's immer wieder, die Fernbedienung sieht aus wie ein Schlüssel. Und der ist wieder unterwegs. Das soll uns nicht stören. Wir wissen ja, die Lache ist einfach nur laut. Keine Angst, liebe Leute. Ich beschütze euch. Ich versuch's zumindest. Und man muss immer denken, es ist nur ein Spiel, es sind nur Geräusche. Es ist ja eigentlich nichts. Auch die Vogelscheuche, die hat ja nur hinter mir gestanden. Die hat ja nichts gemacht. Die hat absolut nichts gemacht. Trotzdem hat man mega Schiss. Das ist witzig. Den Raum habe ich schon wieder voll vergessen. Hier ist zu, ne? Manchmal muss man auch einfach darauf warten, bis er irgendwas sagt. Ich ignoriere die Tür einfach, da wo ich mich so erschrocken habe. Mich würde es zwar interessieren, ob die da jetzt noch hinter ist. Wahrscheinlich war der Tag jetzt so übelst ruhig und dieser Tag wird jetzt voll der Horror. Kacke, mir geht das Licht aus. Könnt ihr mir mal bitte ein bisschen mehr Licht geben? Ihr. Ja, geh. Geh vor dem Bildschirm, alles gut. Bitte von meiner Maus runter, danke. Gleich kein Licht mehr. Und dann sehe ich zwar noch was, aber ihr nicht. Das wäre sehr doof. Ich weiß, hier ist die Büste auch drin. Aber ich suche Batterien. Ach, okay. Einfach mal dahin gehen, wo man... wo man schon war. Das bringt's. Schiebe, 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 schiebe. Kiri, kiri, kiri. Da. Jetzt fühle ich mich wieder gut. Da hinten sind auch noch welche. Jo. So, jetzt habe ich wieder 5. Okay, jetzt habe ich wieder 4. Aber... haben schon mal ein paar. Ich glaube, im Ankleidezimmer hat sich irgendwas bewegt. Ja, ist doch egal. Lass es doch bewegen. Na, ganz im Ernst. Der ist am ganz anderen Ende.
oder? Der ist doch am ganz anderen Ende. Gucke weiterhin nach Batterien und so, ne? Woher weiß er, dass das das Ankleidezimmer war? Und wo ist das nochmal? Nee, aber hier oben sind auch ein paar Räume. Ich gehe kurz in die Räume und... Ach, da läuft sie schon wieder, die Schlafwanderin. Guck wegen Batterien, aber hier waren keine. Hier auch nicht. Zack. Jo. Okay. So, jetzt gehen wir ins Ankleidezimmer, wo auch immer das war. Da war ich doch gerade eben. Oh, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Nee. Eine Karte wäre echt gut, aber dann noch so, dass man die Räume, die man in denen man noch nicht war, also ich weiß, dass es Karten im Internet gibt. Eine Freundin hat mich auch mal darauf hingewiesen, aber ach, ich weiß. Ich glaube, ich weiß wo. Aber bei den Karten ist es ja so, dass man halt jeden Raum schon sieht und kennt und Nee. Genau, aber so eine Karte, dass man halt die Räume, die man noch nicht gesehen hat, dass sie unsichtbar bleiben. Ich surfe hier rum. Das ist die Küche. Hä, ich bin gerade. Ich weiß gerade nicht, wo das Ankleidezimmer ist. Hier, oder? Hier gegenüber. Ja, ist das das? Nee. Was ist das denn nochmal? Ach, Mist. Ja, hier. Okay. Okay, macht euch was gefasst? Macht euch was gefasst? Sind die immer anders, wenn ich mich drehe? Hat jetzt irgendjemand einen Schlüssel? Da. Dankeschön. Büste. Büste. Nicht. Ne? B-Ü. Da waren wir drin, oder? Okay. Streichhölzer. Oh, wir haben schon 10 Streichhölzer. Oh, voll gut. Und wir haben einen Schlüssel, einen weiteren. Wo ist er denn? Da oben.
Wir sind jetzt voll gut ausgestattet mit Licht. So. Linda hatte einen totalen Nervenzusammenbruch. Ich muss sie hier wegbringen, egal wie. Wir müssen hier raus. Ach so, jetzt merkt er es auch. Okay. Na gut. Okay, das war's dann mit dieser Folge Palmview Drive. Tag 24 bricht an. Und die Folge hört auf. Wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal wieder. Und ja, bis dahin. Mach's gut.